Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. Ich denke, die ganzen Dialoge hier auf dem Schiff haben wir jetzt abgeschlossen. Ich will nur mal kurz in unsere Privatgemächer hochfahren. Gucken, ob es da irgendwas Schönes im Dings gibt. Ja, ob wir da irgendwas Tolles mittlerweile haben. Ich weiß nicht, ob das der Teil war oder die späteren, wo man diese Sammelobjekte finden konnte. Ich würde fast schätzen, es ist der zweite oder dritte Teil gewesen. So ganz sicher bin ich mir halt noch nicht. Ja, ich glaube, es war auch der zweite Teil, weil... Moment, da ist ja der Besprechungsraum. Hier war ja nämlich, glaube ich, unser... Ich glaube, da hinten sind auch unsere Privatgemächer. Im zweiten Teil ja, ist die Normandy ein wenig umgebaut und von daher sieht das dann da alles ein bisschen anders aus. Und ich glaube, dann gibt es auch erst da die Sammelobjekte. Okay, dann hätten wir hier aber soweit mal alle Gespräche geführt, die zu führen sind. Und es geht ab nach oben. Ich wollte eigentlich nach oben. Stimmt, der Fahrstuhl geht ja hier auch. Wie gesagt, ich werfe jetzt, kann halt so gut sein, dass ich die Teile so ein bisschen durcheinander werfe. Weil es sich ja teilweise doch ähnelt und ich die halt damals auch direkt hintereinander angeschaut bzw. gespielt habe. So, hier wollte ich eigentlich hin. Und jetzt können wir uns mal der Karte der Galaxis widmen. Und uns endlich mal auf den Weg machen. Okay, rechtsklicken, um herauszuzoomen. Mit einem Linksklick können wir dann heranzoomen. Okay, hier war halt noch ein paar Informationen über die Citadel. Wer will, kann da mal kurz auf Pause drücken und sich das durchlesen. So, da ist die Citadel. Ich glaube, das sieht auch neu aus. Also, das ist auch aufgehübscht worden. Nochmal. So, wie gesagt, da sind wir im Moment. Und jetzt haben wir hier eine ganze Menge Planeten, die wir an... Oder Cluster eigentlich, die wir anfliegen können. Hier sind auch noch die... entsprechenden Hauptmissionen. Leider nur die Hauptmissionen angezeigt. Also die Nebenmissionen, auf welche... In welche Ecke wir da fliegen müssen, wird leider nicht angezeigt. Und... ich muss mal... Ich glaube, Pharos war das, wo ich jetzt doch hin wollte. Oder? Da nochmal hin, jawohl. Ja, da gibt es aber noch so eine schöne Lande- und Abfahrsequenz. Und auch hier können wir dann ein bisschen was über die Planeten. Einige können wir halt dann noch ja, erkunden und halt Zeug sammeln. Aber wie gesagt, da müsst ihr mal reinschreiben, ob ihr sorry, ob ihr das wollt oder ob ich das dann zwischen den Folgen machen soll oder überhaupt nicht. Pharos, so, das war's, glaube ich, oder? Ja, genau. Okay, wie gesagt, hier ist noch ein bisschen was an Information, wer sich's anschauen will. Und wir werden jetzt hier mal landen.
So, da wären wir angekommen. Ja, und jetzt können wir einfach hier hinten mal von Bord gehen. Und dann entscheiden, wen wir mitnehmen wollen. Achso, vielleicht hat Joker ja noch was zu sagen hier zu Feroz. Commander, etwa noch eine Frage? Nein, hat er nicht. Bis dann. Na gut, dann gehen wir mal von Bord. So, und jetzt können wir halt hier aussuchen, wen wir mitnehmen. Nehmen wir mal Tali und Ashley mit. Dann können die beiden Frauen ein Schwätzchen halten. Ja, und sehen wir halt dann immer noch, wie das halt aussieht mit der Stärke, Biotik, Tech. Also Biotik haben wir jetzt gar keinen mit dabei. Tech halt durch Tali. Bisschen was und Kampfstärke haben beide. Und da Ashley ja nur Kampf hat, haben wir da dann entsprechend mehr. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das stimmt. So, dann schauen wir uns hier mal um. Auch ein Grund, warum ich zuerst nach Feroz gegangen ist, weil wir da, mir gefielen diese Mission und die Umgebung etwas besser und deswegen werden wir dann, ich weiß nicht, was wir als nächstes machen, ob wir als nächstes mal nach Liara gucken oder dann nach Noveria gehen. Aber wir werden sie erst auch mal hier eine Weile auf dem Planeten warten oder zu tun haben. Sagen wir es mal so. David! Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Was ist so wichtig, dass er mich gleich sehen will? Die Geth starten einen weiteren Vorstoß. Faidan bereitet unsere Verteidigung vor, aber er braucht Ihre Hilfe. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Okay, das fängt ja schon mal gut an hier. Ja, dann möchte ich ganz gerne mal wieder das Sniper hier haben. Ihr seid soweit angepasst. Ich hoffe es doch mal. Nein, hier ist ein Schild aufgebaut. So, der wäre weg. Ah, Mist, das Ding ist noch überhitzt. Damit wäre der erledigt und fehlt noch der letzte Schütze, der sich da versteckt hat. Genau, komm du mal raus und stirb. Wie gesagt, hier unten sehen wir blockiert, das heißt, wir haben hier irgendwelche Einheiten, die das Ganze blockieren, also unser Sichtfeld. Ihr macht euch noch ganz gut. Muss ich sagen. So. Kommst du bitte mal wieder da raus? Hey, hier nicht rumbacken. Kurz warten. Ach komm, da könnten wir eigentlich mal noch eine Granate reinfeuern. Ich hoffe mal, die zerlegt es dann gleich. Oh, auch ein Scharfschütze. Wie nett. Ich komme hier leider nicht richtig hin. Muss ja doch mal vorgehen. Oh, die haben doch ein bisschen was abgekriegt hier. Ich denke mal, die Schrotflinte wäre dann hier die bessere Wahl. Obwohl, ne, lieber nicht. Die haben wir ja nicht geskillt, beziehungsweise die haben wir ja nicht ausgebessert. Lieber das Sturmgewehr. So, damit werden die erledigt. Der auch. Ja, und die Sache mit dem Nachladen. Die Macht der Gewohnheit. Und wir haben auch gar keine Granaten mehr, sehe ich gerade. Das ist dann nicht so praktisch, aber wir können immerhin speichern.
Genau, ich glaube, das waren auch wieder genau die Fähigkeiten. Da muss ich ja auch dran gewöhnen, Waffen wechseln mit Leertaste und so. Es sind hier aber noch Gegner da. Deswegen bin ich auch noch blockiert. Da haben wir sie. Die Drecksviecher sind auch verdammt schnell. Au. So, einer weniger. Wir haben's. Ja, wir haben unser... Ah, wir haben aber... Können noch nicht schnell speichern. Kommen wahrscheinlich gleich noch mehr von denen. Na? Nö, aber Reynolds ist da. Schön, können wir jetzt speichern? Sehr gut, dann reden wir mal mit Frau Sie müssen gesichert werden. Reynolds. Was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa Angst? Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Hm. Scheint ja keine so gute Stimmung jetzt zu sein. Frau Reynolds. Diese Gates sind verdammt gefährlich. Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden immer weiter dezimiert. Fertig machen. Ach, kommt jetzt noch ein Angriff oder was? Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Geth töten. Dann schauen wir doch mal, aber ich glaube, wir kommen hier auch nicht großartig weiter. Wir hier vielleicht noch irgendeinen übersehen? Schau mal gerade, vielleicht haben wir ja tatsächlich irgendwo so einen Pirscher noch, den wir erledigen müssen. Scheint aber nicht so. Ich kann zumindest hier nichts erkennen. Ne. Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Geth sind unbarmherzig. Mein Volk weiß das besser als jeder andere. Na, kann ich mir vorstellen. Okay, ich kann jetzt aber erstmal keine Gegner mehr feststellen. Vielleicht jetzt? Für jeden Toten geht einen Credit. Das wär's. Hm. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Ich befürchte, die Geth werden uns alle töten. Ja, das sieht aber echt nicht gut aus hier mit der Kolonie. Aber ich weiß nicht, wie man eine Waffe bedient. Die Geth dürfen nicht in den Kern der Kolonie vordringen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal hier an die Ecke, also an die andere Front. Dann schauen wir nämlich da mal gerade nach. Ah ja, genau, wir sind wieder blockiert. Das heißt, es sind Gegner in der Nähe. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter, seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen! Dann hauen wir die mal weg. Wo bin ich denn? Da, wo kommen die Geth raus? Da, das heißt, wir gehen mal da in Deckung. Einmal. Schade. Aber der ist eh gleich weg. So, damit wäre der erledigt. Ebenso der.
gucken, ob ich hier an den Scharfschützen ran... Ah, nee, doch, ist ein Scharfschütze. Rankomme. Ah. Das war leider nichts. Wird aber langsam mit dem Schießen. So, die haben mal schön den Hinterkopf reingeballert. Oder, na gut, was man halt so Kopf nennen will. Da oben sind jetzt noch ein paar. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Keine Sorge. Wir regeln das. Irgendwie. Geh mal bitte da in Deckung. Danke. So, der wäre weg. Dafür hat es Tali auch ein wenig erwischt. So. Genoscoped. Gut, und dann hier wieder MG. Wir ballern den Schützen mal weg. Super. Ich glaube, den Kolonisten hat es aber tatsächlich jetzt zerlegt. Gehen wir mal hier hin. So, der dürfte nicht mehr allzu viel aushalten hier. Das Ding erstmal weg. Da kommt noch einer angelaufen. Und die haben, glaube ich, erledigt. Nicht schlecht. So, dann schalten wir hier mal ein bisschen aus. Auflegungsraum, könnt ihr das vielleicht machen? Danke. Scheinbar ja nicht. Okay, Tali hat es zerlegt. Ich sollte mal die Waffe wechseln. Ashley hat es auch gerade zerlegt. Dann müssen wir erstmal wieder reißen. Okay, wir sind auch gleich tot. Ungünstig, dann müssen wir das gleich nochmal neu angehen. Heilen. Obwohl, vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Okay, der Verwüster. Das wird jetzt übel. Einmal. Zweimal. Nein, da möchte ich gerade nicht in Deckung gehen. Okay, das war's. Ja, das war ungünstiges Timing, würde ich sagen. Und ja, schlecht positioniert das Ganze. Ja, ich dachte, dass meine Leute es hinkriegen, die Kleinen zu erledigen. Habe ich mich leider getäuscht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen vor dem... Wo ist denn das letzte Mal gespeichert? Ich glaube hier mit dem... Nach dem Gespräch. Okay. Dann machen wir das in der nächsten Folge nochmal. Und werden jetzt mal die Codex-Einträge nachholen. Da haben wir ja wieder einige... willkommen. Aufsteigen können wir auch noch. Das machen wir dann auch in der nächsten Folge. An der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, falls euch die Codex-Einträge nicht interessieren. Und für alle anderen gibt es jetzt Codex.
Die Zitadelle ist eine uralte Raumstation. Der Zitadellsektor ist der nicht offizielle Begriff für alle Weltraumsektoren, die von Völkern kontrolliert werden, die die Autorität des Zitadellrats anerkennen. Auf den ersten Blick scheint es, dass dieses Gebiet sich über die gesamte Galaxie erstreckt. Aber in der Realität sind bis jetzt weniger als 1% der Sterne überhaupt erkundet worden. In Relation zur Größe der Galaxie ermöglicht selbst der Masseneffekt ULG-Antrieb keine besonders schnelle Fortbewegung. Unbevölkerte Raumsektoren und Systeme ohne Aufladungsmöglichkeiten für den Schiffsantrieb stellen immer noch ein Hindernis bei der Raumerkundung dar. Nur mit Hilfe der Massenportale können die Raumschiffe Sprünge von mehreren hundert Lichtjahren machen. Dies ist der Schlüssel, um von einem Ende der Galaxie zum anderen reisen zu können. Nach der Aktivierung eines neuen Portals kann das Zielsystem schnell erschlossen werden. Von diesem Punkt aus werden die umliegenden Sternencluster mit Hilfe des ULG-Antriebs erforscht. So entstanden mit Hilfe des Massenportalnetzwerkes hochentwickelte Sternencluster im ansonsten dünn besiedelten, riesigen Weltraum. Das Mako wurde als Infanteriekampffahrzeug für die Fregatten der Allianz entwickelt. Trotz der begrenzten Kapazität dieser Schiffe ist der M35 klein genug, um im Frachtraum transportiert und somit auf fast jedem Planeten eingesetzt werden zu können. Mit seinem 155 mm Massenbeschleuniger und der koaxial befestigten MG bietet der Mako sowohl effektive Feuerunterstützung für Bodentruppen als auch hohe Mobilität. Da die Marines der Allianz auf allen Planeten kampfbereit sein müssen, ist der Mako atmosphärisch versiegelbar und mit Mikrotriebwerken für den Einsatz auf Planeten mit geringer Schwerkraft ausgestattet. Der Mako wird von einer isolierten Stickstoff-Sauerstoff-Brennzelle und einem kleinen Element-Zero-Kern angetrieben. Dieser Kern kann zwar nicht die gesamte Masse des Fahrzeugs aufheben, ermöglicht aber sichere Luftlandeoperationen. Im Zusammenspiel mit den Triebwerken ermöglicht der Einsatz des Kerns zudem, dass sich der Mako selbstständig aus schwierigem Gelände befreien kann. Die größeren Kriegsraumschiffe lassen sich in 4 Gewichtsklassen unterteilen. Fregatten sind kleine, schnelle Schiffe für Aufklärungs- und Spionageflüge. Fregatten operieren oft in kleinen Flottillen. Kreuzer sind mittelschwere Kampfschiffe. Sie sind schneller als Schlachtschiffe und schwerer bewaffnet als Fregatten. Kreuzer werden als Standard-Patrouilleneinheiten eingesetzt und häufig von Fregattenflottillen begleitet. Schlachtschiffe sind kilometerlange Großkampfschiffe mit schwerer Langstreckenbewaffnung. Sie kommen nur bei den wichtigsten Missionen zum Einsatz. Trägerschiffe haben in etwa die Größe von Schlachtschiffen und können eine große Anzahl Jäger transportieren. Kleinere Schiffe werden fast ausschließlich zur Unterstützung der Kriegsschiffe während der Kämpfe eingesetzt. Jäger sind einzeln bemannte Schiffe für Nahkampfangriffe auf feindliche Raumschiffe. Abfangjäger sind einzeln bemannte Schiffe für die Verteidigung vor feindlichen Jägern. Für die Überlichtgeschwindigkeitsantriebe werden Element-Zero-Kerne eingesetzt, die die Masse des Schiffes reduzieren können und so eine schnellere Beschleunigung ermöglichen. Damit kann innerhalb eines Masseneffektfeldes die Lichtgeschwindigkeit signifikant erhöht und eine höhere Reisegeschwindigkeit ohne nennenswerte Zeitdehnungseffekte erzielt werden. Neben einem ULG-Antriebskern benötigen Sternenkreuzer zusätzlich konventionelle Triebwerke, chemische Raketen, Fusionsantriebe, Ionenantriebe oder militärische Antiprotonsysteme. Aber ein Kern allein kann kein Schiff antreiben. Die für einen Antrieb benötigte Menge E-Zero und Energie erhöht sich exponentiell zur bewegten Masse und der Zündungstemperatur. Sehr große Schiffe und hohe Geschwindigkeiten verursachen daher enorme Kosten. Wenn ein Feld kollabiert, während sich das Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, sind die Auswirkungen katastrophal. In diesem Fall wird das Schiff in Unterlichtgeschwindigkeit zurückgerissen und die überschüssige Energie in tödliche Tscherenkow-Strahlung umgewandelt. Biotik bezeichnet die selten. Wenn eine elektrische Spannung an Element Zero angelegt wird, kann die Masse eines Raumzeitvolumens vergrößert oder verringert werden. Durch eine positive Spannung wird eine Masse vergrößert. Durch eine negative Spannung wird eine Masse verringert. Je größer die Spannung, desto stärker werden das dunkle Energiefeld und der Masseneffekt. In der Raumfahrt können mit Niedrigmassenfeldern ULG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert werden.
Hochmassenenergiefelder erzeugen dagegen künstliche Schwerkraft, mit denen zum Beispiel Trümmerfelder im Flugkorridor eines Transportes geräumt werden können. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder die Herstellung hochkompakter und maximal belastbarer Baumaterialien. Insbesondere das Militär macht sich diese neuen Antriebstechnologien zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen feindlichen Beschuss. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus einem Mikrocomputer, einem Analysesensor und einem Allzweckwerkzeug darstellen. Mit den hochpraktischen und verlässlichen Universalwerkzeugen kann die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, unter anderem auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysiert und beeinflusst werden. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So lassen sich mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vornehmen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwenden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. So, damit hätten wir auch dann mal wieder die Codex-Einträge auf dem aktuellen Stand und uns alle angehört. Dann gehen wir noch einmal kurz gucken, was wir da auch ein Großkaliber rauf laufen. Das ist schön. Ja, das wäre es dann soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.